Moin, moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen EF-Ferngespräch. Mein Name ist Enno Samp und ich darf heute bei mir begrüßen Dr. Andreas Tietke. Hallo, Andreas. Hallo, Enno. Wir wollen sprechen über Praxeologie, ja. Aber vielleicht davor ein paar Sätze zu dir. Du bist Mitglied der Ludwig-von-Mises-Gesellschaft. Du hast dort auch schon referiert bei den Mises-Konferenzen. Du schreibst regelmäßig auf der Webseite mises.de.org und bist nebenbei noch ein bisschen Rechtsanwalt und Unternehmer, richtig? Genau. Ja, so was muss man noch ergänzen? Ja, also ich bin Fördermitglied des Ludwig-von-Mises-Instituts, seit es dieses gibt. 2013, glaube ich, war unsere erste Konferenz. Und dann immer mehr und mehr, sagen wir mal, selbst auch tätig geworden über das Schreiben von Artikeln und zuletzt jetzt auch mit einem Vortrag bei der Konferenz 2020. Ja, die ich immer gerne lese, auch deine Kurzposts auf Facebook. Herzlichen Dank. Unser Thema heute soll die Praxeologie sein und wir haben uns, um das so ein bisschen anschaulich zu machen, das Thema Corona-Maßnahmen als Beispiel, als aktuelles Beispiel vorgenommen. Ne? Vielleicht noch zur Einordnung, wer weiß, wann wer das hier mal sieht, auch in zukünftigen Zeiten, historisch betrachtet. Wir sprechen heute am 19. November, das ist der Tag, nachdem das neue oder das veränderte Infektionsschutzgesetz im Deutschen Bundestag und Bundesrat und Bundespräsidentenunterschrift alles in einem Rutsch sozusagen gerade gestern passiert ist, richtig? Ja, ich glaube, du warst ja auch gestern auf der Demo, richtig? Ich habe mir das angeschaut, ja. Du hast dir das angeschaut, aber trocken geblieben. Okay. Ja, ich glaube, man muss erstmal einsteigen und die Praxeologie ein kleines bisschen erklären. Also ich habe das Gefühl, dass es außer dir kaum jemanden gibt, der sich damit beschäftigt. Und selbst wenn, wir hoffen ja auch, dass dieses Video, dass der eine oder andere noch nicht Libertäre irgendwann mal entdeckt, dem wir dann damit eine Art Einstieg auch ermöglichen möchten. Also sagst du uns vielleicht als allererstes mal in kurzen Sätzen oder in längeren Sätzen, leicht verständlich, was ist Praxeologie, was ist damit gemeint? Genau. Also Praxeologie ist die Wissenschaft vom menschlichen Handeln, also kommen wir von Praxis, die Handlung und Logos, die Lehre. Mhm. Und die wurde von Ludwig von Mises, also dem Namensgeber unseres Instituts, begründet, der entdeckt hat, dass die Ökonomik eine Wissenschaft des a priori ist, also das, was man von vornherein über das Handeln aussagen kann. Anders als die empirischen Volkswirte das heute sehen. Und dabei ist er sozusagen auf die Praxeologie gestoßen, nämlich, dass man über das menschliche Handeln von vornherein eine ganze Menge aussagen kann, Schlussfolgerungen eines Axioms, also wie die Mathematik ist die Praxeologie a priorisch, das heißt, es wird geschlussfolgert, das ist keine Erfahrungswissenschaft, von einem Axiom und das Grundaxiom ist eben die selbstevidente Tatsache, dass der Mensch handelt, also Mittel einsetzt, um Ziele zu erreichen. Dem kann niemand widersprechen. Dem kann man nicht widersprechen. Die Tatsache ist selbstevident. Um das Handeln zu bestreiten, müsste man argumentieren, also handeln. Ja, und da kommt man natürlich auch auf jede Menge andere Schlussfolgerungen dann, die sich aber alle sozusagen nicht aus der Erfahrung ergeben, sondern die direkt daraus folgen, dass der Mensch handelt und nur Ableitungen sind davon. Beispielsweise der Urzins, also dass Menschen eine kürzere Wartezeit, eine längeren Wartezeit vorziehen, wenn man das mal kurz beschreiben möchte. Oder der abnehmende Grenznutzen, also dass man mit einem zunehmenden Vorrat, Warenvorrat derselben Sache, sich immer weniger drängende Bedürfnisse erfüllen kann. Oder einfach formuliert, dass der Mensch stets seine drängendsten Bedürfnisse zuerst erfüllt. Ja. Man kann daraus auch schließen, dass Dinge wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind praxeologische Kategorien. Ja, wir meinen, wenn wir diese Begriffe verwenden, nicht die physikalisch messbare Zeit, die ja mit jeder gemessenen infinitesimal kleinen Einheit schon wieder verronnen ist, sondern wir meinen damit Möglichkeiten, die wir nicht mehr haben, also wo wir nicht mehr eingreifen können, ist die Vergangenheit, wo wir gerade jetzt handeln können, das ist der Bereich der Gegenwart und die Zukunft sind Optionen, die wir noch nicht wahrnehmen können. Also selbst diese alltäglichen Begriffe sind praxeologische Kategorien. Die Menschen haben intuitiv Zugang zu Praxeologie, aber ebenso wie es Mises hauptsächlich in Human Action ausgearbeitet hat, in seinem Hauptwerk, ist es wirklich so, dass das nur eine Handvoll Menschen sich damit beschäftigt. Und es findet trotzdem innerhalb der Wirtschaftswissenschaft, innerhalb der Ökonomie statt. Also ist es eine Verbindung von Philosophie und Ökonomie oder wie würdest du das einordnen?
Also Philosophie ist es gar nicht. Die Philosophie ist ja, Philo sich gerne beschäftigen mit Sophie, von Sophia Wissen. Ja, das ist Leute, die sich gerne mit Wissen beschäftigen. Die Praxeologie ist eine exakte Wissenschaft. Und Mises hat auch gesagt, sie liefert sicheres Wissen, weil der Mensch imstande ist, das a priori des Handelns, also was man von vornherein über das Handeln aussagen kann, gedanklich vollständig zu erfassen. Die Ökonomik hat Mises bezeichnet als das bestausgearbeitete Teilgebiet der Praxeologie. Also nicht die Praxeologie ist Teil der Ökonomik, sondern umgekehrt, die Ökonomik ist ein Teilgebiet der Praxeologie. Okay, und das, was die Ökonomen heute dann daraus gemacht haben, ist, dass sie die Praxeologie praktisch vergessen oder komplett verdrängt haben und sich nur auf die Zahlen und damit ja eigentlich auf eine Fortschreibung von vergangenen Bewegungen und Entwicklungen in die Zukunft begrenzen. Ne? Genau, was die empirischen Volkswirte machen, die sich nicht der Methodik der Praxeologie, also das a priori bedienen, das ist, was wir im Folgenden, wenn wir dann auch über die Corona-Maßnahmen sprechen, das ist das, was man in der Erkenntnistheorie als eigentümliches informiertes Mutmaßen bezeichnen kann. Ja. Sie schauen auf die Erfahrungen der Vergangenheit und treffen dann persönliche Bedeutsamkeitsurteile, wie bedeutsam diese und jene Faktoren sich in der Zukunft auswirken werden und treffen dann sozusagen, stellen Mutmaßungen an. Das liefert aber kein sicheres Wissen wie jetzt die Praxeologie. Ja, es ist eine, wie soll ich sagen, eine sehr abschließende Einordnung eines sehr, sehr großen und doch eigentlich sehr im öffentlichen Bild sehr angesehenen Berufszweiges, ne? Naja, die Methode des informierten Mutmaßens ist, also auch wir Laien benutzen Mutmaßen und verstehen, wenn wir unsere Zukunft planen und unsere Zukunft gestalten. Ja, also gegen die Methodik an sich ist nichts zu sagen. Es ist eben die Methodik, die wir verwenden, um Phänomene zu verstehen oder im Mutmaßen darüber nachzudenken, wie sie sich entwickeln, die wir eben nicht komplett mit den Methoden der anderen harten Wissenschaften, also der klassischen Naturwissenschaft, der Logik, der Praxeologie und der Mathematik erklären können, eben insofern wir sie mit diesen Mitteln nicht erklären können. Daran ist nichts Falsches. Jeder Unternehmer verwendet eigentümliches Mutmaßen, wenn er seinen Absatz plant, wenn er sein Geschäft plant. Und jeder Einzelmensch, wenn er in seine Vergangenheit blickt, verwendet die Methode des eigentümlichen Verstehens, wenn er verstehen möchte, wie seine Lebensgeschichte sich entwickelt hat. Was diese Methoden eben nicht tun, im Gegensatz zu Praxeologie, Mathematik oder Naturwissenschaft, ist objektives Wissen in dem Sinne liefern, dass wir allgemeine Standards haben, wie in der Naturwissenschaft zum Beispiel, unpersönliche Standards wie Meter oder Kilogramm. Mhm. Wir haben Ursachen, sind in der Naturwissenschaft isolierbar, sie sind wiederholbar, das ist der geschichtliche Prozess nicht. Und deswegen ist das Wissen, das mit der Methode des eigentümlichen Mutmaßens oder Verstehens produziert wird, vergleichsweise unzuverlässiger, weil es eben persönliche Bedeutsamkeitsurteile enthält. Das ist ja auch genau der Grund, warum die Experten sich in der Volkswirtschaft, in den Klimawissenschaften oder bei den Corona-Maßnahmen streiten und zu widersprüchlichen, ja diametral entgegengesetzten Ergebnissen gelangen in ihren Mutmaßungen. Der eine mutmaßt so, der andere mutmaßt anders. Genau. Und selbst wenn die sozusagen dieselben Datensätze haben und sich völlig darüber einig sind und wir mit den harten Wissenschaften, also Mathematik, Logik, Praxeologie, keine Fehler feststellen können, sind es doch persönliche Bedeutsamkeitsurteile, die enthalten sind, weil es eben um komplexe Phänomene im historischen Ablauf geht. Und bei diesen komplexen Phänomenen ist es charakteristisch, dass die Ursachen sind viele. Ja. Und der Prozess ist eben nicht wiederholbar. Ich kann das Erdklima nicht wiederholen. Es gibt nur die eine Erde und die Geschichte ist ein fortschreitender Prozess. Und ich kann auch eine Krankheitswelle nicht mehr unter den gleichen Umständen wiederholen, sodass man selbst im Nachhinein mit der hier verwendeten Methode nicht feststellen kann, wer recht hatte. Richtig, ja. Ja, dann kommen wir doch zu Corona, oder? Du hast mir im Vorfeld gesagt, oder das ist ja Kernaussage, wie du auch die anderen Themen und sie praxeologisch dann betrachtest, eine wissenschaftliche Begründung der Corona-Maßnahmen ist nicht möglich. Genau. Das wird sicherlich der eine oder andere Zuschauer sagen, kannst du uns das mal erklären? Ja, genau. Also zunächst ist es so,
Wer sind denn die Experten in diesem Bereich, die Experten im Bereich der Pandemie oder im Bereich auch der Klimaforschung? Da haben wir eine ähnliche Problemlage. Es sind natürlich die Klimaforscher und die Menschen, die Virologen etc., die sich damit beschäftigen. Aber die Experten, wie sicher das daraus gewonnene Wissen ist, die Experten sind sich auch innerhalb dieser Lage, haben wir ja schon besprochen, kommt es zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen. Ja, ja. Das sind an sich die Erkenntnistheoretiker und die Experten sozusagen, was getan werden sollte, die kann es gar nicht geben, denn es gibt keine Wissenschaft vom Normativen, von etwas, das sein sollte. Das gibt es nicht. Ja, die Wissenschaft, die produziert immer nur Ist-Aussagen. Ja. Was dann gesollt werden sollte, das kann man wissenschaftlich nicht sagen, denn sollen ist wollen für andere. Und da kommt die Praxeologie ins Spiel, denn die Praxeologie kann eine Aussage darüber treffen, von vornherein, was friedliches Handeln ist, was freundliches Handeln ist und was feindliches Handeln ist, wo wir dann im Allgemeinen von einem Angriff sprechen bei feindlichem Handeln. Okay. Also haben wir hier praktisch zwei Disziplinen, die in der öffentlichen Debatte, nämlich die Erkenntnistheorie, warum sind sich die Experten so uneinig? Es liegt eben an der Methodologie. Ja. In meinem Vortrag beim Ludwig von Mises Institut bei der Konferenz 2020 gehe ich auch ganz detailliert darauf ein. Vielleicht möchtest du das auch unter dem Beitrag dann später verlinken. Unbedingt, da wäre ich noch drauf gekommen. Dankeschön. Weil wir hier in der Kürze der Zeit können wir das Thema natürlich nur anreißen. Aber diese zwei Disziplinen, die Praxeologie, die darüber aufklärt, was ist friedliches, freundliches und feindliches zwischenmenschliches Verhalten, Handeln, und die Erkenntnistheorie, die sagt, mit welcher Methode habe ich wie sichere Erkenntnisse, die sind sozusagen außen vor, obwohl das in beiden Bereichen, in der Klimaforschung und auch hier in der Pandemiedebatte, die Metawissenschaften sind. Also ich habe bei der Diskussion an der Konferenz, habe ich dann am Ende gesagt, an sich müsste man sagen, lassen Sie mich durch, ich bin Praxeologe. Ne? Ich möchte... Aber solche Stimmen kommen kaum zu Wort und eigentlich richtig. Würde jetzt jeder vom Gesundheitsminister bis sonst wo und die sagen, ja, friedlich und freundlich, das ist doch genau das, was wir tun, denn wir wollen ja schließlich Menschen schützen. Genau. Und da kommen dann auch so Ideen ins Spiel, dass man, und da könnte der Praxeologe eben Auskunft geben, dass man Nutzen und Leid abwägen könnte. Ja. Aber das kann man nicht. Ne? Wiegen und messen kann man äußere Größen, also die mit Kardinalzahlen beschreibbar sind. Das sind Größen der äußeren Welt, wie Meter, Kilogramm, Farbe, Aggregatzustand, also im weitesten Sinne sensorisch wahrnehmbar ist. Aber Nutzen und Leid sind psychische Phänomene, die man bestenfalls mit vagen Begriffen beschreiben kann. Und in der Praxeologie verwenden wir auch nicht Kardinalzahlen, also nicht Größenzahlen, sondern Ordinalzahlen, also Ordnungszahlen. Ja. Erstens, zweitens, drittens und so weiter. Mit denen lassen sich keine algebraischen Rechenoperationen durchführen und die kann man auch nicht wiegen. Also wenn dir erstens lieber ist, ins Kino zu gehen mit mir und zweitens, und das wählst du dann nicht, alleine zu Hause zu bleiben, dann ist da auch keine quantitative Information drinnen in den Ordinalzahlen, wie sehr dir erstens lieber ist als zweitens. Na, und also dann ist man, es ist also eine Metapher, dieses Abwägen von Nutzen und Leid, denn Nutzen und Leid sind subjektiv und deswegen zwischen zwei Personen nicht vergleichbar. Der Ökonom Wilfredo Pareto hat von Pareto unvergleichbar gesprochen und hat dann gesagt, wenn durch eine Handlung einer besser gestellt wird im Hinblick auf die menschliche Handlung und den Besitz am Körper und an den Sachen und ein anderer schlechter gestellt wird, ist das eine Situation, die ist Pareto unvergleichbar und wir können, das Einzige, was wir darüber aussagen können, ist eine Pareto-Verschlechterung. Der eine gewinnt auf Kosten und zu Lasten des anderen. Und so würdest du dann diese Maßnahmen jetzt auch einordnen? Naja, dann ist auch noch das Gemeinwohl. Ja. Das Gemeinwohl ist natürlich, besteht ja nur aus dem Einzelwohl vieler. Und wenn man, niemand ist überhaupt in einer Position abzuwägen, der Schaden, der jetzt durch die Zwangsmaßnahmen entsteht, durch Berufsverbote, durch Versammlungsverbote, durch die medizinischen Maßnahmen, die aufgeschoben werden, die finanziellen Folgen, die psychischen Folgen und das dann für alle abzuwägen gegen die Vorteile, die sich aus den Mutmaßungen mancher Experten aufgrund dieser Maßnahmen ergeben. Also niemand ist in einer Position, das zu tun. Es geht nicht. Die Metapher wiegen passt nicht.
weil Nutzen und Leid nicht vergleichbar sind. Und das kann dann der Praxeologe dazu sagen. Und er kann auch noch sagen, ist es friedliches Verhalten oder ist es feindliches Verhalten? Es gibt drei Prinzipien friedlichen Handelns. Also wenn man friedlich miteinander zusammenleben möchte, dann gilt es diese drei Prinzipien, die a priori sind und universell und auch für alle gelten im Sinne Kants, also für alle handelnden Akteure. Der erste ist primum non nocere. Das kennt man, das ist der hippokratische Eid. Zumindest füge kein Leid zu. Ja. Der zweite Grundsatz ist, verteidige dich gegen zugefügtes Leid, strebe Wiedergutmachung an, wenn die Verteidigung nicht mehr möglich ist, oder vergelte es, da ansonsten eben Anreize bestehen, starke Anreize, nicht die Zustimmung des anderen zu erwirken, sondern sich auf dessen Kosten und zu dessen Lasten zu bereichern. Und auch dafür gibt es einen lateinischen Begriff, nemo me impune lacessit. Also das Prinzip Verteidigung und Vergeltung. Und das dritte Prinzip ist, und da kommen wir jetzt dann genauer drauf, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Denn das ist ja ein Prinzip, das in der Juristerei bekannt ist und man kann das auch weiter übersetzen. Im Zweifel füge kein Leid zu. Denn wenn ich nicht absolut sicher bin, dass der andere ein Angreifer ist und von ihm ein Schaden ausgeht, die Juristen verwenden die Formel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dann ist das Zufügen eines Zwanges ja selbst ein feindlicher Akt. Und das haben die Juristen erkannt und das ist praxeologisch auch so. Das heißt, eine Zwangsmaßnahme ist dann ein feindlicher Akt, wenn ich nicht frei von jedem Zweifel nachweisen kann, dass ich richtig liege. Und die Methoden, die hier verwendet werden, also eben das eigentümliche informierte Mutmaßen, sind eben Methoden, die dazu führen, dass solche Sicherheit nicht erlangt werden kann. Ja. Man muss schauen, bei der Naturwissenschaft, die Menschen denken, es wird hier reine Naturwissenschaft angewandt. Aber bei der Naturwissenschaft ist das Charakteristische, dass wir feststellen können, gleichbleibende Zusammenhänge zwischen messbaren Größen, ja, was wir dann mit unserem Verstand als Kausalität bezeichnen. Ja. Und diese Erkenntnisse der Naturwissenschaften sind isolierbar, Ursache und Wirkung sind isolierbar und sie sind wiederholbar. All das haben wir nicht. Bei den Prognosen der Pandemieforscher oder auch der Klimaforscher erstreckt sich das ja auf der Prognosezeitraum über Jahre oder Jahrzehnte, sodass ein evidenzbasierter Test im Hier und Jetzt gar nicht möglich ist. Aber die Zwangsmaßnahmen erfolgen hier und jetzt und haben ihre schädlichen Folgen für alle die, die ohne den angedrohten Zwang anders gehandelt hätten. Und es wird suggeriert, als wenn es naturwissenschaftlich wäre. Dann kommt ein genau, dabei ist es eine kombinierte und sagt, genau. Dabei ist es eine kombinierte Methodik. Es werden einerseits naturwissenschaftliche Methoden angewandt, aber andererseits eben auch persönliche Bedeutsamkeitsurteile ins Spiel gebracht, weil der Faktoren sind ja viele. Ja, es gibt ja alle möglichen. Und deswegen kommen ja auch bei dem Phänomen und die Experten zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen. Das fing ja schon an mit den PCR-Tests, die von Experten kritisiert wurden. Was wird hier überhaupt festgestellt? Wie hoch ist der CT-Wert? Also wie scharf wird getestet? Und dann eben auch die Maßnahmen, die getroffen werden. Da gab es ja auch Expertenmeinungen, die sagen, das sind die Maßnahmen zum Teil ja schlimmer als die Folgen wären, wenn man diese Maßnahmen nicht treffen würde, eben aufschieben medizinischer Behandlung etc. Oder manche vermuten ja auch schädliche Folgen durch das Tragen der Masken selbst. Manche vermuten schädliche Folgen durch die soziale Distanzierung. Die sagen, es wäre wichtig, dass man soziale Kontakte hat. Manche vermuten schädliche Folgen durch die Selbstisolation. Die sagen, es wäre wichtig. Professor Amon hier aus der Nachbarstadt, der hat in einem Video bei Große Freiheit TV gesagt, ja, in den Wald zu gehen, Wald baden, das Immunsystem stärken, Mikronährstoffe. Also es gibt völlig unterschiedliche Einschätzungen. Und der Erkenntnistheoretiker kann ja eben sagen, das liegt in der Natur der Sache. Das liegt an der Methodik, die verwandt wird, nämlich das eigentümliche Verstehen oder dann die Zukunft betreffend das eigentümliche Mutmaßen. Ja, und dann würde ja die praxeologische Schlussfolgerung lauten, nichts tun. Ja, die praxeologische Schlussfolgerung ist, also aus der Praxeologie folgt wie aus jeder anderen Wissenschaft keines, was man dann tun sollte. Also das muss jeder selber wissen. Die Praxeologie informiert darüber, ob die Handlung friedlich, freundlich oder feindlich ist. Und in dem Fall ist es natürlich eine Zwangsmaßnahme, die sozusagen nicht
die Hürde des in dubio pro reo überwindet, das also nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann, dass ein Schaden ausgeht von dem, der von einer Zwangsmaßnahme betroffen ist, das kann die Praxeologie nicht sagen, dann liegt ein feindlicher Akt vor. Aber Menschen können frei wählen, ob sie sich lieber friedlich oder feindlich verhalten möchten miteinander. Und, ich kenne viele Menschen, die sagen, nein, rein friedliches Zusammenleben, das würde ich so ablehnen. Ich finde, man kann auch sich anderen gegenüber feindlich verhalten, insbesondere wenn davor darüber abgestimmt wurde. Ja, das sehen ja viele so. Ja, also kann die, darüber gibt die Praxeologie keine Auskunft, was dann getan werden sollte, sondern ganz nüchtern sagt sie, das führt zu einer Pareto-Verschlechterung. Der eine gewinnt auf Kosten und zu Lasten des anderen. Und wenn die Hürde eben nicht genommen werden kann, liegt ein feindlicher Akt vor. Und damit haben wir eigentlich die Problematik des Staates oder auch der Demokratie als solches umrissen, weil das beschränkt sich dann ja nicht auf die Corona-Maßnahmen, sondern gilt ja für fast alles, was der Staat so macht. Naja, man kann, also das Abstimmen an sich ist ja nicht schädlich. Ne? Ich kann, es besteht bei uns eine große Sprachverwirrung, also was Abstimmen und Wahlen angeht. Ne? Das Wählen ist praktisch das Vorziehen von einer Sache gegenüber einer anderen Sache. Das ist Wählen. Abstimmen ist etwas anderes. Abstimmen ist das Zählen von Wählen. Es werden Wahlakte gezählt und am Ende steht natürlich eine Größenzahl. Da ist keine Ordnungszahl mehr am Ende. Eine Abstimmung ist also nur dann eine Wahl, wenn sie vorher gewählt wurde. Also wenn alle an der Abstimmung sich beteiligen oder Betroffenen von dem Ergebnis der Abstimmung gewählt haben, dass mit dem Mittel der Abstimmung in diesem Punkt entschieden wird. Nur dann ist Abstimmen auch Wählen. Der Unterschied ist enorm. Stelle sich vor, du wählst ja jetzt vielleicht deine Partnerin oder dein Essen, du wählst deinen Beruf. Und jetzt stell dir vor, anstatt des Mittels Wählen würde jetzt das Mittel Abstimmung entscheiden, wer deine Partnerin ist, welchen Beruf du hast oder welches Essen du jetzt von der Speisekarte kriegst. Und für alle praktischen Erwägungen, weil der Abstimmenden so viele sind, spielt deine Stimme dabei keine Rolle. Da wird auch ziemlich deutlich, dass es ein großer Unterschied ist zwischen Wählen und Abstimmen. Und wenn wir gerade in dem Bereich sind, was auch ständig verdreht wird, ist Pflicht und Zwang. Ja. Logischerweise, die Menschen können sich selbst zu etwas verpflichten, dabei gewinnen sie auch in der Regel, deswegen tun sie es. Dann ist es für sie, ihnen ist es dann auch recht. Also beispielsweise, wenn ich mich verpflichte, dir ein Auto zu liefern und du verpflichtest, dich mir 20.000 Euro dafür zu bezahlen, dann gewinnen wir beide, sonst würden wir diesen Austausch ja nicht vollziehen. Ne? Dem einen ist das Auto lieber, dem anderen die 20.000 Euro. Und das Spiegelbild zu einer subjektiven Pflicht ist dann ein subjektives Recht, nämlich das Auto zu fordern und das Geld zu fordern. Recht ist also subjektiv und kann sozusagen nicht willkürlich Dritten aufgezwungen werden. Ich kann wenn ich jetzt sage, gib mir 1.000 Euro oder ich sperre dich ein, dann habe ich dich nicht verpflichtet, mir 1.000 Euro zu geben, sondern ich zwinge dich dazu. Ich bedrohe dich. Ich sage dir, tu das oder ich werde dir ein Übel zufügen. Ja. Das ist was anderes. Deswegen ist eine Maskenpflicht, könnte nur begründet werden im praxeologischen Sinne, wenn jemand sich dazu verpflichtet. Ansonsten ist es ein Maskenzwang. Dasselbe gilt ja, da gibt es diese Euphemismen eben, diese verschönigenden Begriffe. Ne? Wenn man von Wehrpflicht spricht, wo es doch ein Militärzwang ist. Ja? Weil oftmals geht es ja dann auch gar nicht um sich wehren, sondern Militär wurde in der Vergangenheit ja auch zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Verteidigung. Also Verpflichtung beruht eigentlich immer auf einem freiwilligen Vertrag. Genau, eine Verpflichtung. Es gibt im Zivilrecht auch keinen Vertrag zu Lasten Dritter. Ne? Also wenn wir zwei uns jetzt einigen, dass uns der Thorsten Polleit 1.000 Euro schuldet, ja, dann würden wir sagen, nee. Ne? Man sieht das halt nur beim Staat, sehen das viele Menschen anders, aber das ist eben eine durch die Sprachverdrehung hier auch, dass Rechte und Pflichten und Zwänge ständig durcheinander geworfen werden und Wahlakte und Abstimmungen, kommt es halt auch zu einer großen Verwirrung. Der Unterschied ist auch, sozusagen bei einem Zwang habe ich immer eine Pareto-Verschlechterung, also eine Win-Lose-Situation. Der eine gewinnt, der setzt sich durch auf Kosten und zulasten des anderen. Wohingegen bei einer Verpflichtung habe ich immer eine Win-Win-Situation. Es wird für alle Beteiligten ein neues Pareto-Optimum erreicht. Durch einen freiwilligen Austausch, einen Vertrag, der nicht durch Drohung zustande gekommen ist, steht danach jeder besser als davor. Auch wenn wir miteinander ins Kino gehen, ne? Dann ist das auch so. Sonst würdest du ja nicht
wenn ich dich einlade, mit mir mitgehen, wenn du dir nicht vorstellen würdest, dass das dein Leben annehmbarer macht. So, und jetzt ist es doch praxeologisch wirklich das entscheidende Kriterium, ob das Leben annehmbarer wird für die Beteiligten oder nur für einen Beteiligten auf Kosten und zulasten des anderen. Deswegen ist es natürlich eine große Verwirrung und Verdrehung, das ein und dasselbe Wort für so ganz unterschiedliche zwischenmenschliche Handlungen zu verwenden. Absolut, spannende Sache. Ich denke da so ein bisschen an Frédéric Bastiat. Und die, genau genommen hast du es ja gerade schon indirekt gesagt, Steuern sind Raub, weil sie nur irgendwie eingezogen werden. Und dabei fällt mir natürlich auch das Projekt ein, was ich selber noch so ein bisschen mache. Ich zeige das hier einmal so. Wo ist es? Da. Ja. Die Tattelzwillinge und das Gesetz. Die Tattelzwillinge sind ja eine Kinderbuchserie des amerikanischen Autors Conor Boyack, der praxeologische, vielleicht weniger ökonomische, libertäre Grundsätze für Kinder im Grundschulalter vermittelt und angefangen, interessanterweise, das ist das sein erstes Buch, hat er mit Bastiat. Dieses Buch basiert auf Frédéric Bastiats Das Gesetz, der praktisch Ähnliches aussagt wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, eben vor allem irgendwie erklärt, dass Steuern ja genau genommen nicht so ähnlich sind, also de facto, sie sind Raub, das sagt er dort. Gerecht verpackt sozusagen, aber und die Erkenntnis ist ja schon etwas älter als die von Ludwig von Mises, ne? Bastiat lebte ja schon 100 Jahre vorher etwa. Ja, also es ist, den Menschen ist natürlich, sind die Erkenntnisse der Praxeologie intuitiv oft verständlich, ja, also sie in der einen Domäne verhalten sie sich dann auch danach, ne? Also im privaten Bereich ist es ja selten so, dass man sagt, gib mir Geld oder ich sperre dich ein, sondern die Menschen wissen meist, was friedliches Verhalten ist. Und sie kennen auch den Unterschied intuitiv zwischen Verteidigung und Angriff. Ja. Nämlich, dass die Verteidigung ist selbst keine feindliche Handlung, sondern eine friedliche Handlung. Es ist die Negation der Negation. Es wird ein Angriff abgewehrt. Und das ist intuitiv, auch intuitivem Wissen zugänglich. Und Bastiat, wenn man sein Buch liest, Der Staat, dann wird man sehen, er stellt ja da die große Frage, wieso ist die Justiz denn ein Monopol? Das war ja im 19. Jahrhundert dann noch sozusagen der Rest, was offen blieb. Ansonsten war es ja schon sehr frei zu Bastiats Zeiten damals. Ja. Und hat dann eben gesagt, na, das kann man aber nicht begründen, dass dieses Monopol mit Zwang durchgesetzt wird. Und was Justiz ist, das können wir ja erkennen, eben in den vorher schon formulierten Grundsätzen, wann sich einer feindlich verhalten hat, ja, und dann eben Wiedergutmachung oder Vergeltung erfolgt. Das ist erkennbar. Und das ist auch gar nicht willkürlich durch Menschen bestimmbar, sondern das ergibt sich a priori von vornherein aus der Praxeologie, wenn wir uns eben verschiedene Handlungen anschauen im Hinblick auf die Folgen und im Hinblick auf die Mittel, die verwendet werden, eben Drohung, Täuschung, Gewalt und die Folgen, das Besitz des Körpers oder der Sache oder eben der Zeit. Jede Handlung, die ich von einem anderen erzwinge, erfordert ja zumindest seine Zeit und den Einsatz seines Körpers. Negative Folgen für den Beteiligten entstehen. Und auch nicht nur Bastiat hat, ohne dass er die Praxeologie kannte, hier schon sozusagen so geschrieben, als wäre sie ihm explizit bekannt, auch Gustav Molinari oder im Romanstil, wir haben vorhin darüber gesprochen, Robert A. Heinlein in seinem Buch The Moon is a Harsh Mistress, beschreibt schon eine Gesellschaft, die sozusagen ohne Staat auskommt, aber dennoch in einer freiwilligen Hierarchie sich friedlich organisiert. Also es ist nicht so, dass die da alle planlos nebeneinander leben, sondern schon, dass die sich in einer freiwilligen Hierarchie verbinden, um den Frieden zu erhalten. Und das ist, also wie gesagt, man muss vieles wissen Menschen intuitiv, auch wenn sie es nicht explizit äußern können. Ja, ich glaube, dass das Problem, vielleicht kann man das damit so ein bisschen zum Abschluss bringen, ist ja die gute Absicht, ne? Wie bei so vielen linken, sozialistischen und ähnlichen Sachen. Also eigentlich ist es immer eine gute Absicht. Wir möchten, dass es allen gut geht. Wir möchten, dass es den Ärmeren besser geht. Wir möchten, dass alle gut krankenversichert sind. Aber damit rechtfertigen sie ja genau genommen nur Zwang und Gewalt. Das ist ja das, was wir schon längst wissen und was du jetzt unter praxeologischen Gesichtspunkten nochmal anders einordnest oder bewertest. Ja, also rechtfertigen kann man sowieso nicht, weil Recht ist subjektiv. Ne? Ja. Nein, das ist halt, das ist was im Wähnen passiert. Ne? Das ist in der geistigen Vorstellungswelt. Menschen wähnen ganz viel. Die stellen sich Dinge vor. Mises nannte den schönen bekannten Denkfehler der Hypostasierung.
also einem geistigen Gebilde eine unmittelbare Wirklichkeit zuschreiben, die es so nicht gibt, wie die Gesellschaft oder die Menschheit. Es gibt es ja nicht als handelnde Einheit wie den Menschen oder der Staat. Ja. Es sind ja immer konkrete Personen, die handeln. Und, wie im Moment in Berlin ja auch gerade sehr gut. Genau. Und diese Denkfehler, die finden im Wähnen der Menschen eben statt. Menschen können so gut wie alles sich wähnende Vorstellungen machen. Deswegen nannte Richard Wagner sein Haus in Bayreuth ja Wahnfried, ja, wo mein Wähnen Frieden fand. Wir sind ja beide als Musikliebhaber auch, ja, sag ich mal, ein bisschen Wagner-affin. Ich weiß nicht, du schon auch, ne? Doch, doch. Ja, genau. Also der hat es schon erkannt, dass dieses ständige Wähnen nicht unbedingt nur Gutes hervorbringt. Und man kann natürlich alle möglichen Konzepte wähnen, ne, wie Sozialismus, Kommunismus. Beispielsweise, was auch ständig verdreht wird, sind Freiheiten, Rechte. Nehmen wir mal an, Homosexualität. Ja. Niemand braucht ein Recht, homosexuell zu sein. Es ist eine Freiheit, die man ausleben kann. Ne. Worum es damals der Bewegung ging, die das erstreiten wollte, war, dass sie nicht länger behindert werden in der Ausübung ihrer Freiheit. Aber dazu braucht man kein Recht. Man braucht auch kein Recht, um zu leben. Ich bin niemandem ein Recht schuldig, um zu leben. Es ist eine Tatsache des Universums, dass ich hier bin und lebe. Ja. Oder zum Beispiel, wenn ein Recht gefordert wird auf irgendetwas, was die Leistung eines anderen erfordert. Und nehmen wir so etwas Einfaches wie Wasser. Das muss ja doch gereinigt werden. Es muss gepumpt werden. Es muss gespeichert werden. Es muss erwärmt werden. Wenn jetzt ein Grundrecht auf Wasser fordert, ist das, was er eigentlich fordert, dass andere Menschen gezwungen werden, diese Leistungen für ihn auszuführen. Also wenn man die ganze Handlung anschaut, alle Beteiligten dieser zwischenmenschlichen Handlung, dann ist es natürlich eine Pareto-Verschlechterung für diejenigen, mit denen dann kein Ausgleich dafür gesucht werden muss, dass sie diese Leistungen eben ausführen. Rohre verlegen, Wasser reinigen, Wasser sammeln etc. Und es wird also, was deutlich wird, Grundrechte, ja, es sind Grundfreiheiten. Ich habe die Freiheit, einen Beruf auszuüben. Ich bin niemand dafür ein Recht schuldig. Ich habe die Freiheit, mich zu versammeln. In dem Film Alita kommt es so schön vor. Da gibt es so Oberbosse, die leben in einer Himmelstadt und die Alita, die ist unten in einer, naja, auf der Erde, ziemlich abgefragten Stadt und da erklärt ihr den Oberbossen auch mal, ich brauche keine Erlaubnis von euch, um zu leben. Ich lebe einfach. Ja, und so soll es auch weitergehen. Ne? Also, genau, dass der Mensch lebt, ist eine Tatsache des Universums, dafür braucht er kein Recht. Ja. Also ich habe gerade heute gelesen, weiß nicht mehr genau, wo es war, einen Bericht, ich glaube aus Belgien, dass eine junge Frau, die ihren Friseursalon irgendwie im Sommer oder im Frühjahr kurz, ein oder zwei Monate bevor die Corona-Maßnahmen dort so verschärft wurden, wie eröffnet hat, ihre gesamten Ersparnisse dort eingebracht hat. Dann hat sie ein oder zwei Monate gearbeitet, dann ist der Laden zugemacht worden, dann musste sie schließen. Und dann hat ihr sehr schnell der Steuerberater irgendwie gesagt und geraten, du musst eigentlich aufgeben, weil du hast ja jetzt laufende Kosten für Miete und solche Dinge. Und das funktioniert nicht. Und dann steht sie mehr oder weniger vor dem Nichts. Das Ergebnis ist ein Suizid gewesen, offensichtlich. Und, tragisch, ja. Ich denke mal, das war jetzt die erste und dramatischste Geschichte auf diese Art und Weise, die ich jetzt im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen gehört habe. Aber viele Menschen leiden natürlich unter Arbeitslosigkeit, unter Insolvenz, unter Umsatzrückgängen. Dass sie ihre Freunde nicht mehr sehen, ihren Sport nicht mehr ausüben können. Also die Leiden sind vielfältig. Ja, depressive, genau. Und all das nehmen ja die Menschen, die diese Gesetze beschließen, vorschlagen oder auch befürworten, offensichtlich in Kauf. Was nicht. Genau. Also die entscheidende Frage der Zukunft ist, ob genug Menschen sich vorstellen können, friedlich zusammenzuleben und ob sie das auch gegenüber denjenigen durchsetzen, die ihnen das verwehren möchten. Es gibt da den berühmten Spruch Roland Baders, ja, das einzige Grundrecht des Menschen ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Das ist natürlich, das wäre schön, aber der Praxeologe muss sagen, es ist leider falsch. Weil
die Menschen da draußen haben sich nicht verpflichtet, viele Politiker mich in Ruhe zu lassen, sondern im Gegenteil, wenn ich die so beobachte, die haben ganz andere Pläne, als mich in Ruhe zu lassen. Und es ist immer ein schlechter Startpunkt, wenn ich von der falschen Vorstellung ausgehe. Richtiger war da schon die Aussage von Captain America in Return of the First Avenger, the price of freedom is high, it has always been, but I'm willing to pay for it. And if I'm the only one, so be it. Also der Preis für Frieden ist sehr hoch und das merkt man ja jetzt auch. Ne? Also ja. Wenn jetzt heute einer auf die Idee käme und sage, ich möchte jetzt aber eine friedliche Hierarchie errichten, die wirklich der sich nur freiwillig angeschlossen wird und die sich aber auch verteidigt gegen Übergriffe nicht friedlich organisierter Hierarchien, ja, dem würde wahrscheinlich ganz schnell beigekommen werden von interessierten Seiten, die sowas nicht sehen möchten, dass derartige Hierarchien sich bilden. Ja. Und da wüsste man auch ganz schnell, wie hoch der Preis der Freiheit ist, von Diffamierung der Person bis über dann Haft und andere Folgen, wenn Menschen sich auf die Idee kommen, jetzt wirklich Widerstand zu leisten gegen eine Zwangsmaßnahme, die sie nicht möchten. Ja. Ja. Was man tun kann, ist, dieses Wissen, was wir jetzt besprochen haben, zu verbreiten. Vielleicht führen wir das irgendwann nochmal in einem nächsten Gespräch zu einem anderen Beispielthema fort. Auf jeden Fall kann man alle Zuschauer nur raten und empfehlen, dein Video, was wir dann verlinken werden, anzuschauen, wo das ausführlicher ist. Genau. Und zu gegebener Zeit dann im Beginn 2021 das Buch, wo du das alles etwas ausführlicher darlegst. Genau, ja, das ist sozusagen, Mises hat sich in Human Action ganz ausführlich schon mit der Praxeologie beschäftigt. Er ist halt so ein intellektuelles Senkblei. Das ist wirklich, also es ist völlig verstehbar, aber es ist eine große Anstrengung. Und der Geist vieler Menschen heute wagt sich nicht mehr ins A priori vor, ja, in die Grundsätze des Denkens, sozusagen ins Meta-Handeln, ja. Handeln über Handeln, Denken über Denken. Und deswegen habe ich versucht, seinen allgemeinen Teil der Praxeologie verständlich und in der heutigen Sprache und mit vielen Beispielen darzustellen. Mises, oft fügt er mal kein Beispiel an, weil er hielt es wahrscheinlich für selbsterklärend, so manches. Andere, ich saß dann vor manchen Problemen tagelang da. Also ich habe insgesamt 10 Jahre das Buch Human Action gelesen und studiert und alle seine anderen Bücher und immer wieder, bis ich dann am Ende dieses, jetzt habe ich es. Ja, Wahnsinn. Rolf Webpuster hat das auch so gesagt. Er ist Praxeologe an der Universität Hamburg. Er lehrt da auch. Er hat auch gesagt, Mises hat da etwas entdeckt, dessen Ausmaß weit über die Ökonomik hinausgeht und dass er wahrscheinlich das Ausmaß ist ihm selber nicht klar geworden. Ne? Also wie Kolumbus meinte, Indien gefunden zu haben, hat Mises mit der Praxeologie was entdeckt, was uns erst, dass ich momentan nur ein paar damit beschäftigen, vielleicht erst in der Zukunft bewusst werden wird, wie wichtig dieser Wissenschaftszweig ist, also selbstständige Wissenschaftszweig der Logik des menschlichen Handelns. Ja, danke. Also ich glaube, das macht deine Arbeit umso wertvoller. Ne? Und da würde ich jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen zu Roland Bader, den du gerade sagtest. Dessen Verdienst ist ja auch jetzt weniger, ist etwas Neues erfunden oder entdeckt zu haben, außer eben entdeckt zu haben, wie wichtig die Lehren der ökonomischen, der österreichischen Schule der Nationalökonomie sind von Mises, aber eben auch von Hayek und anderen und die in eine zeitgemäße Sprache mit vielen das fängst du jetzt mit der Praxeologie an. Genau, man kann ja in a nutshell sagen, ist die Ökonomik, da geht es um freiwillige Austauschbeziehungen und was die für Folgen haben und dann eben noch mit Zeitpräferenz etc., wird dann schon detaillierter. Aber im Grunde genommen, in a nutshell können wir sagen, freiwillige Austauschbeziehungen, da geht es natürlich danach jedem besser, deswegen werden sie ja angestrebt. Und unfreiwillige Austauschbeziehungen, sprich erzwungene, da geht es einem dann schlechter als dem anderen. Es ist nicht vergleichbar. Und das ist die Kernaussage eigentlich der Praxeologie und die Kernaussage für jeden, der sich damit beschäftigen möchte, was der Friedensaktivist sein möchte. Also es gab ja früher mal die Friedensbewegung und auch heute, wenn auf diesen Corona-Demos manche dann sprechen über die Ordnungen, die sie sich vorstellen, die anstelle. Ich will nicht die jetzige Ordnung, sondern ich möchte gerne eine andere Ordnung. Ich hätte vielleicht gerne einen anders gefärbten Sozialismus. Genau. Den wir gerade haben, der ist nicht gut. Ich finde, der sollte so oder so gestrickt werden. Aber es ist doch lohnend, sich damit zu beschäftigen, dass es möglich ist, eine friedliche Gesellschaft aufzurichten und zu erhalten, wenn genug Menschen es möchten und es durchsetzen können. Ob sie das wollen, muss jeder selber wissen. Wie gesagt, was einer sollte, darüber kann ich überhaupt keine Aussage treffen.
als Praxeologe. Ja, wir hoffen, dass wir mit diesem Gespräch dazu beitragen, dass diese Erkenntnis sich weiter verbreitet. Ich habe schon den Eindruck, dass sich gerade auch unter diesen Gegenmaßnahmen, Demonstranten, so auch ein gewisser Zweifel an der Demokratie durchaus breit macht, weil man sieht ja jetzt, wohin sie auch führen kann und wenn sie mit den allerbesten Absichten angefangen ist Ja, und auch nach Demokratie ist ja vorne so ein angemessen Wieselwort. begründet wird, ne? Demokratie ist ja so ein Wieselwort. Ne? Was bedeutet das denn? Im Kerne geht es wohl um die Abstimmung. Und das haben wir ja vorhin auch schon ausführlich erläutert. Ich kann eine friedliche Ordnung haben, in der abgestimmt wird. Und ich kann natürlich auch eine feindliche Ordnung haben, in der abgestimmt wird. Also das Abstimmen an sich entscheidet nicht darüber, ob eine Handlung friedlich oder feindlich ist. Also wenn fünf sich einigen, wenn vier Leute sich einigen, einen Fünften zu vergewaltigen, dann sind 80% dafür. Ne? Könnte man sagen, wenn man das so betrachtet. Das macht es aber nicht zu einer friedlichen Handlung dem Fünften gegenüber. Ja, und das macht es auch nicht zu einer friedlichen Handlung, wenn man eine Pandemie aufhalten möchte und damit anderen viel Zwang und Gewalt antut. Schließen wir es Genau, damit wenn ab für den Moment oder gibt es noch einen wichtigen Gedanken aus deiner Seite, der jetzt fehlt? Dann, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Freut mich, habe mich sehr gefreut, dass wir das in dem Format jetzt das erste Mal machen. Und fände das auch interessant. André Lichtschlag hat das ja auch gemeint, dass zu nahezu jedem Thema, das das menschliche Handeln betrifft, kann der Praxeologe und Erkenntnistheoretiker etwas sagen. Und Themen, die das menschliche Handeln nicht beinhalten, sind für uns in der Regel ja uninteressant. Also können wir sozusagen zu jedem interessanten Thema schon Aussagen liefern. Und das ist doch toll, dass eigentümlich frei hier in dem Format eine Möglichkeit gibt, auch mal über die Theorie des Friedens zu sprechen. Das führen wir demnächst fort. Für den Moment vielen Dank, Andreas Tietke. Bis bald. Ganz lieben Dank dir, Enno. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, unsere Arbeit zu unterstützen. Entweder mit einem Klick auf den Paypal-Button direkt unter diesem Video oder durch die gute alte Banküberweisung. Auch unsere Kontonummer ist in der Beschreibung angegeben. Wir sagen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.